Das musst du richtig vorbereiten, du musst ja richtig Luft holen vorher erstmal. Deswegen hat man dieses Einatmen vorher. Was war denn das? Was war das denn? Nee, warte. Warte, wenn du lachst, kann ich nicht. Ey, geil. Warte mal. Alter, als wenn du dich gleich übergibst. Nee. Geil, ich glaube, das lassen wir drin. Koksgeschwängerte Affen machen Theater. Sie haben Kinder von wem? Na rat mal. Wer beißt sich den Rüssel aus? Na klar, der Egofant. Jetzt ist er ein Arsch mit Ohren und zieht mal eben blank. Alle reißen ihre Hände hoch, obwohl Esel keine haben. Sie schlagen und iaen mit Fikalen. Du hast deine Meinung und ich hab meine. Du bist ein Papagei und weißt nicht, was ich meine. Geil. Wir haben gerade schon so ein bisschen eingelacht. Ja. Das lassen wir auch konsequent drin. Ja, das lassen wir drin. Haben wir gesagt, lass mal drin. Koksgeschwängerte Affen. Best Intro ever. Du hast das mit Tieren. Ich hab's mit Tieren, ja. Manchmal habe ich es auch mit der Müdigkeit. Hannes. Heute zum Beispiel, du siehst ein bisschen müde aus. Ich bin ein bisschen abgekämpft heute, aber ich war auch, ich weiß nicht, wie dir das geht, so bei so Familienzusammenkünften. Ja. Das ist auch immer, da bin ich auch immer, das ist immer, ich war, letztens war ja Muttertag. War ja. Hm. War ja. Feiert man immer noch, ne? Ja, naja, ja. Naja, und ich bin halt mit Mutti zur Oma gefahren. Ja, das ist richtig. Von Oma habe ich ja schon erzählt. Ja. Und Oma hat wieder was rausgelassen, ey. Ja. Also, wenn wir zusammenkommen, war ja so ein Sonntag, ne? So ja. Ein typischer Rentner-Sonntag, so mit Essen spazieren gehen, wieder essen, ein bisschen Bingo spielen. Ach, ne? Geil. Ja, okay. Und ich bin dann auch ständig müde. Es geht ja ums Essen und nach dem Essen fast regelrecht eingepennt und mittlerweile kriege ich das auch hin, ohne mit dem Kopf auf den Tisch aufzuknallen. Aber Oma hat das so beobachtet und meinte dann zu mir, lachte so in sich und sagte so, Mensch, deine Eltern, die haben dich wohl im Schlaf gezeugt, wa? Und lacht dann so, verschluckt sich fast noch und Mutti natürlich wieder, ja, verschluck dich mal nicht. Und Oma dann so, meinte, nee, den Gefallen tue ich dir nicht. Den Gefallen tue ich dir nicht. Wie geil, ey. Ah, Oma, ey. Wie so eine Granate. Ah, geil. Ja. Nee, ich sage, nach so einem Erlebnis kann man auch erstmal Pause machen. Wir haben ja jetzt letzte Woche nicht gemacht. Dafür jetzt ist Montag. Hatten wir das schon überhaupt mal an einem Montag? Montag noch nicht, ne? Oder? Ja, haben wir es überhaupt schon mal am Montag gemacht? Nee. Naja. Wer macht's eigentlich, kurze Umfrage, wer macht's am Montag? Na? Typisch Deutsch ist ja sonntags, ne? Das ist Sonntag, genau. Das ist Sonntag, haben wir gesagt, verabredet Montag am Sonntag. Montag vielleicht die Langschläfer? Die Langschläfer? Die den Sonntag verpennt haben quasi. So, ne? Die so Gleitzeit haben und Montag einfach mal. Die machen es Montag, die Gleitzeit haben. Die so ganz... Erstmal so locker reingleiten in die Woche. Ja, so kann man das sagen. Einwandfrei. Mensch, Hannes, wie ist mit du? Wie ist mit du? Oh, mir ist wieder gut. Ja? Ja, wie gesagt, wir hatten ja letzte Woche Pause, mir ging das nicht gut. Nee. Mir ging es nicht so gut. Was hat's denn? Hat's du Gammel? Ich hatte Gammel in der Bauchregion, hatte ich. Bauchregion Gammel. Ja, also sagen wir, es gab nur Zwieback und Tee. Aha, ne? Klassiker. Ja, Klassiko. Das war nicht so schön. Aber jetzt kann ich wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Ja. Einwandfrei, du. Ja, Bier geht auch schon wieder, sehe ich. Jetzt geht das wieder. Ja, ach du, ja. Ne, wenn das nicht geht. Nee, lag ich ein bisschen brach. Ein bisschen brach. Nutzt du denn auch so Hausmittel?
Hausmittel jetzt bei Magen-Darm ist schwierig. Puh, da geht schon wieder los. Magen-Darm ist schwierig, hatte tatsächlich, also was man halt so, Wärmflasche, wie gesagt, Tee und Zwieback. Ja. Da nicht so, aber bei, wenn ich erkältet bin. Ja. Dann habe ich da so meine Ingwer heiße Zitrone und mit Honig und so. Ja, ja. Das ist ziemlich gut. So eine Packung. Genau. So ein Erkältungsbad. Ja. Ist ganz nett. Ja. Da muss man auch nicht immer so die fette Medizin nehmen. Finde ich. Also schon mal. Erkältung und bei Magen-Darm, das geht auch so weg. Ja. Hast du schon mal warmes Bier probiert? Nee. Das ist, noch nicht. Also bei Magen-Darm wahrscheinlich nicht so empfehlenswert, aber ja. Wenn du so Erkältungen hast und so ein bisschen so Schüttelfrost, erhöhte Temperatur und so, ja. Ich habe das so ein, zwei Mal gemacht. Das ist auf jeden Fall mal gut, um mal so alles rauszuschwitzen. Ah, okay, ja. Das ist wahrscheinlich kein Allheilmittel, aber funktioniert ganz gut, um erstmal so ein bisschen was raus... Genau, wieder ein bisschen Kraut reinbringen. Rauszusweaten. Rauszusweaten, ja. Da scheiden sich auch die Geister, also wie das ist mit dem Schwitzen. Weil eigentlich habe ich das immer, ja. Das heißt gerne gemacht nicht, man ist ja nicht gerne krank, aber sozusagen immer, wenn ich krank war, habe ich eigentlich auch gedacht, du musst richtig schwitzen, so. Wenn ich krank war, dann war ich es eigentlich auch gerne. Das kam eigentlich immer dann auch gerne. Zur rechten Zeit bin zu meiner Ärztin gegangen. Und, so. Du, das passt mir gerade ganz gut. Könnte mich 3 Tage krank schreiben, ach, boah, arbeiten Sie im sozialen Bereich? Auch mal eine Woche draußen, ne? Ja. Donnerstag 3 Tage, geht auch keiner mehr arbeiten. Nee, aber dann habe ich immer eigentlich ganz gerne geschwitzt, weil ich der Meinung war, das hat gut geholfen. Ja. Tatsächlich hat aber meine Ärztin letztens gesagt, das bringt eigentlich wohl gar nicht so viel, rein biologisch gesehen, weil dann durch diese erhöhte Körpertemperatur die Viren bzw. Bakterien sich noch vermehren. Ja. Habe ich gehört. Also sagen die Biologen, das spricht die Wissenschaft gegen meine persönlichen Erfahrungen. Ja, aber da wird ja, die sagen ja auch jeden Tag was anderes. Ne? Ja, ja, ja. Jeden Tag, also es ändert sich ja ständig. Na, ich kann auch nicht jeden Tag hingehen, das weiß ich jetzt nicht, was die jetzt... Aber immer wenn man da ist, sagen sie was anderes. Ja, das stimmt. Immer. Das ist richtig. Und Tetanus muss ich nächstes Jahr wieder. Nur Tetanus? Der Rest ist alles picobello. Ach, hast du das, wie kommt das denn zustande? Also das macht man doch alles zusammen irgendwie. Tetanus, weiß ich nicht, Mumps, Masern. AIDS. AIDS. Was, gegen was kann man sich impfen? Was war das letzte? Gegen Homosexualität, glaube ich, lässt man sich auch impfen, oder? Ja. Ja. Dummheit gibt es leider noch nichts. Da gibt es leider noch nichts. Doch Bildung hilft. Ja, verabreichen sie noch nicht in. Nee. Aber du, ich hab der Schwester da meinen Impfpass gegeben und sie hat gesagt: Oh, Herr Kopfmisch, alles geil, einfach frei hier, Tetanus. Ich war ja das letzte Mal vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, da war ich 30. Ja. Und da ist mir eingefallen, dass ich eigentlich schon, ich weiß gar nicht, 2, 3, 4, 5 Jahre drüber bin. Mhm. Weil man soll das ja immer alle 10 Jahre machen. Ja. Und naja, habe ich jetzt gemacht. Jetzt kann ich mir das vielleicht auch besser merken. Also immer ein 10er-Schritt, das nächste Mal, wenn ich 40 werde. So, ja, dann bist du wieder dran. Dann bin ich wieder dran. Dann bist du fällig. Das ist, glaube ich, gut zu merken. 40. Das kann man sich merken. Die runden Zahlen. Mach dir doch jetzt schon für Jahre später eine Erinnerung ins Handy. Ja. So, sie müssen wieder zum Impfen. Na, könnte ich machen. Ich glaube, bis dahin werde ich ein anderes Handy haben, aber... Ja, meinst du? Wenn ich aus meinem Vertrag rauskomme. Das ja, hatten wir ja letzte Woche. Hat sich da was Neues ergeben? Nee, du hast immer noch, du bist einfach nur ein Dussel und hast es verpasst. Nee, es ist ja auch noch kein Jahr vergangen, oder 2? Ich weiß gar nicht. Nee, ich habe es ja erst letztes Jahr geholt. Ach, ist auch. Das wusstest du letztens schon nicht. Alter Daus. So. Das war das. Was machen wir heute? Kurz informiert geht's weiter, glaube ich. Das ist immer das Erste, ja? Kurz informiert. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Wo ist denn was? Habe ich hier was? Was war das Erste? Kurz informiert. Im Bad habe ich da was. Hier ist da noch was für später. Ja, so. Kurz informiert, Hannes. Ja. Letztens eine Sache... Geht. Völlig an mir vorbeigegangen. Ach. Dieses Jahr. Ich habe das mal, so ein paar Jahre habe ich es echt verfolgt. Aber es wurde ja von Jahr zu Jahr immer schlechter. Das ist auch allgemein bekannt. Das ESC-Finale. Eurovision Song Contest. Escape. Escape. Auf der Tastatur, ESC. Das Escape-Finale, ja. Das so, Escape-Finale. So. Es war soweit, am Samstag. Und tatsächlich, wir haben es auch überhaupt nicht mitgeschnitten, weil uns ist Sonntag erst aufgefallen. Mensch, das denn wäre ja gewesen. Ja. Komplett an uns vorbeigegangen. Sonntag ist mir, ich wusste auch gar nicht, wen wir ins Rennen schicken. Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Die Sisters irgendwie? Sisters. Die haben, ich habe gehört, die haben irgendwie, der NDR hat einen Song gekauft. Mhm. Produzieren, also wie auch immer. Und danach haben sie erst dazu ein paar Mädels gecastet. Das ist doch aber das Blöde, das war doch letztes Jahr auch schon so. Letztes Jahr hatten wir den Michael Schulte da. Ich fand den ganz sympathisch, das Lied mag ich auch. Und die haben das ja so ein bisschen, das war jetzt nicht so das große Effektfeuerwerk. Ja. Und der ist ja auch Siebter geworden, das war ja nicht so verkehrt. Der war Siebter, echt? Ja, Siebter. Und da haben sie auch auf die Tränendrüse gedrückt, weil er da eigentlich irgendwie für seinen Vater singt, der angeblich verstorben ist und so. Ja. Und da kam aber auch raus, die haben sich dann vorher, das war auch beim NDR, und die kaufen sich vorher diese, was, irgendwelche großen deutschen Songwriter da ein. Ja. Die schließen sich dann eine Woche irgendwo, was weiß ich, in so ein dänisches Haus da, kann man ja so mieten. Da schließen sie sich ein und dann schreiben die den Text und den Song und so. Und danach gucken die erst, wer den rüberbringen kann. Ja, ich glaube, so wird das heute allgemein gemacht. Das glaube ich so. Man selbst denkt ja immer, das ist da real life, was da passiert. Aber passiert auch nicht mehr viel beim ESC. Ich weiß nicht, wir haben ja wieder Schlussspitze fast gemacht irgendwie. Drittletzter oder geil. So. Geil. Drittletzter und ich weiß nicht, es hat diesmal einer gewonnen, so ein Niederländer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas. Duncan, irgendwas. Danke. Danke. Danke, irgendwas. Man hat irgend so eine Schnulze gesungen. Genauso wie der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte. Ja? Also nur so Herzschmerz, nichts Tiefgründiges und bla. Da waren irgendwelche aus. Ich habe das, wie gesagt, ja nicht geguckt, aber ich habe mich auch mit einem Kumpel unterhalten. Und er hat gesagt, in Polen waren auch irgendwie, da hat so ein Mädel gesungen. Und es ging quasi inhaltlich, weil er ist Fan und hat sich beim Gucken auch die entsprechende App runtergeladen. Dann kannst du während die da singt, kannst du dir den Text angucken. Ja. Auf der App. Das hat er verfolgt und wie gesagt. Und da kam nämlich, wie gesagt, die aus Polen, die hat auch gesungen. War auch irgendwie so ein Herzschmerz. Und da ging es irgendwie um das erste Date. Und es war irgendwie so total belangloser Titel. Es interessiert kein Schwein irgendwie, wie du dich da beim ersten Date fühlst und so. Ja, vor allem wenn es so... Also ich fand den Song auch nicht dolle. Weißt du, da... Nee. Es kam nicht mehr rüber. Keine geilen Titel mehr. Das früher war geiler. Mit Lordi. Lordi zum Beispiel. Das war mal noch was anderes. Ja, stimmt. Ja, oder auch selbst unsere letzte Gewinnerin. So, ich meine, das war ja nicht von ihren Song, ne? Mit Lena hier, Satellite, das war ja auch mal was anderes. Der Song hat wenigstens gegroovt. Ne? Groovy. Ja, funky. Groovy. Groovy. Funky. Fehler war, dass es ein Jahr später nochmal probiert hat mit dem Kack-Song. Das wird nie was. Das war Blödsinn. Aber richtigen Abkacker, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, hatte ja als Stargast irgendwie Madonna. Ich habe das, also ich habe es nicht gehört, ich habe das nur gelesen. Madonna hat, glaube ich, zwei Songs gemacht. Ja. Einmal hat sie ihren Klassiker Like a Prayer. Ja, weil der 30 Jahre Geburtstag hatte oder irgendwie so. Und hat sie so mit am Anfang mit so einem gregorianischen Chor einlaufen lassen. Und dann hat sie irgendwie einen neuen Song gehabt, der auch, du hast sie kaum rausgehört, viel mit Technik und sie hat sich kaum bewegt auf der Bühne. Hm. In so einem halb Steampunk-mäßigen Piraten-Outfit, wo sie aussah wie eine runtergewirtschaftete Schabracke. Ich weiß es nicht, vielleicht ist sie es mittlerweile, ist 60 jetzt die Frau. Ja. Und er hat einfach nicht mehr abgeliefert. Viele schreien dann, ehemalige Pop-Queen, jetzt vielleicht Ende der Karriere und so weiter. Ja, das habe ich auch, wie gesagt, habe ich auch gelesen. Kam irgendwas mit Tiefpunkt ihrer Tiefpunkt, Karriere. Tiefpunkt, ja. Man hat sich das angeguckt, es war echt gruselig. Wo ich mir dann aber denke, ja, ist das, also sie ist ja irgendwo, ist sie ja auch nur ein Mensch. Ne? Also die haben natürlich sowas hinterfragt von wegen, ja, konnte sie denn jemals singen oder so? Ja. Ja, weiß ich nicht, wenn es jetzt erst auffällt, also wird der vorher schon andere Live-Sachen gemacht haben oder keine Ahnung. Die wird sich ja jetzt nicht so viele Jahre durchgeschmuggelt haben. Ja. Das fällt immer auf, wenn zwischendurch mal... Das glaube ich auch nicht. Da wird irgendwas anderes sein. Wie gesagt, ich weise einfach mal drauf hin. Die hat auch Magen-Darm vielleicht. Die hat vielleicht auch Magen-Darm. Und wenn sie vorher nur... Die sind ja alle so dünn. Wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Vielleicht geht es dir auch nicht so gut. Die hat auch nur Zwieback und Tee gekriegt vorher. Ja. Was willst du da für Töne rauskriegen? Ja. Das ist vielleicht nicht mehr so. War dann Like a Prayer auch so schlecht? Oder nur der neue? Ich glaube, Like a Prayer ging noch so halbwegs. Aber eigentlich haben sie den Auftritt im Allgemeinen abgewertet. So. Ah ja, okay. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist Madonna, ne? Ja. Weiß ich nicht.
Muss die sich dann noch irgendwie profilieren oder so? Vielleicht scheißt die doch drauf. Weißt du? Ich sag die, wenn ich hier spielen will, hallo, ich bin Madonna, dann spiele ich hier. Ja, hat sie auch gemacht. Das und sie hat sich auch zum Beispiel, also es war ja in Tel Aviv diesmal. Mhm. Ne, und da haben die zum Beispiel vorher gesagt, dass die keine politischen Botschaften haben wollen in den Songs. Mhm. Und sie zum Beispiel hat sich wohl auch nicht dran gehalten. Sie hat im Hintergrund irgendwie sowohl irgendwie ein Plakat von Palästina als mhm. auch von, na, wie heißen die anderen? Na, die anderen. Die anderen? Die anderen? Ich weiß nicht. Na, wer streitet sich? Wer hat denn da Krieg immer? Palästina und? Die haben doch da alle Krieg. Israelis? Ja, irgendwie so. Und die hatte irgendwie von beiden Plakate und so. Ja, hat sie halt auch gemacht. Palästina haben sie, ist ja klar, aber... Palästina und... Oh. Die einen hatten auch irgendwie eine Flagge gezeigt, habe ich gelesen. Ja, die waren nur pro Palästina irgendwie. Und eigentlich solltest du keine politischen Botschaften. Aber hat sie gemacht und... ja. Hat sie gemacht. Ja, ist ja vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Man muss sich ja nicht an alles halten, aber der Auftritt war halt nicht dolle. Aber wie gesagt, vielleicht ist er, ja, ist halt auch nur ein Mensch. Vielleicht ging es ihr nicht gut, hat sie irgendwelche Sorgen oder Magen, Darm? Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Wo ich glaube auch, da ist der Vater irgendwie verstorben, glaube ich. Und das hat sie auch nicht so gut verknust, glaube ich. Ja. Habe ich auch mal gelesen. Aber wie, ja, aber du hast schon recht, die ist halt auf der anderen, ist halt nicht auf der anderen Seite, sie ist halt nur ein Mensch, genauso wie das anderen großen Größen geht. Das ist ja ganz spannend, dass wir noch so ein paar Größen beispielsweise damals von Woodstock oder so noch miterlebt haben, beispielsweise mit Joe Cocker und so. Ja. Der ist ja auch vorher verstorben. Der war ja auch irgendwann mit 70, glaube ich, oder so, ne? Der hat ja auch sein Leben lang einfach nur Musik gemacht. Also ich glaube, irgendwann, gerade mit seinem was er da mal gedrückt hat, das kannst du halt auch nicht ewig machen, ne? Nee, das kannst du nicht ewig machen. Auf der anderen Seite ist halt einfach, ist halt Typ, ist halt Joe Cocker. Ne? Ist halt Joe. Genauso wie das Madonna ist. Wen haben wir denn da noch? Wen kann man da noch so großen sehen jetzt? Wen gibt's da noch? Gibt's Sting noch? Den mag ich auch. Sting? Boah. Die gibt's doch, glaube ich, alle noch, oder? Ja, die gibt's da noch. Gibt's da noch. Was ist hier mit dem Sänger von Atze Datze? Bon Scott? Hm? Der hatte doch auch die letzten Jahre so ein bisschen zu kämpfen. Deswegen haben sie sich doch Axl Rose geholt von Guns N' Roses als Sänger. Ja. Weil der nicht mehr so konnte. Ich meine, allein Axl Rose, ist ja auch, dass es die überhaupt noch gibt. AC/DC, Guns N' Roses und so. Schon heftig irgendwie, ne? Schön krass. Also ein paar Leute kann man da noch, kann man noch aktuell live sehen und noch erleben. Ob das das gleiche ist wie damals, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ist halt auch irgendwie teilweise 30, 40 Jahre her so, ne? Ja, ja. Ist halt ein Unterschied. Wäre auch, glaube ich, gruselig, wenn es kein Unterschied wäre. Ja. Und die haben halt nicht nur Musik gemacht, also so wie ich das die Musikbranche einschätze, haben die ja auch nicht nur Alkohol zu sich genommen meistens. Das lässt ja auch alles Spuren irgendwie. Ja. Joe Cocker habe ich nochmal live gesehen, das war cool. Ja. Das war geil. Glaube dir. So, wie geht's weiter? So ist es. Immer noch kurz informiert. Kurz informiert? Ecke. Mach mal. Bin ich dran. Der Valomat, Basti, hast du den benutzt? Noch nicht. Noch nicht. Ja, jetzt auch zu spät. Jetzt ist es zu spät. Wie, jetzt ist es zu spät? Der ist gesperrt. Wie, ist gesperrt? Ja, der Valomat ist gesperrt. Gerade heute laut Gerichtsurteil oder in der Nacht zu heute quasi umgestellt. Ach. Ja, weil die berühmte Partei Volt Deutschland, Volt mit V, hat geklagt gegen den Valomat. Weil du ja da maximal 8 Parteien miteinander vergleichen kannst, beziehungsweise du beantwortest ja diese Fragen und dann werden dir vorgestellt, zu so und so viel Prozent stimmst du überein mit dem Programm von dem und dem. Und du kannst erstmal nur 3 Parteien auswählen und die ganzen Kleinen sind halt nicht dabei. Sowas wie Volt Deutschland und so. Und das verstopft. Ja, kennt kein Schwein, aber jetzt kennt man sie. Und deswegen haben die geklagt, weil verstößt quasi, also die App, und beziehungsweise ist ja, glaube ich, nicht nur eine App, ist ja auch eine Internetseite und so. Dieser Valomat verstößt damit gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung. Weil du in dem Valomat halt, wie gesagt, die kleinen Parteien nicht drin hast. Das stimmt, das ist richtig. Und 2017 stand im Artikel auch drin, haben den beispielsweise 16, also wurde der 16 Millionen Mal durchgespielt. Quasi. Also sind die Fragen 16 Millionen Mal durchgegangen. Stand jetzt leider nicht, das ist ja die andere Frage, ob das jetzt auch parallel davon 16 Millionen Leute waren. Kann ja auch sein, dass einer das Ding 10 Mal durchgespielt hat. Oder 20. Hm. Das weiß man jetzt nicht.
Ne? Aber ich weiß nicht, da steckt man ja nicht drin. Ich weiß nicht, wie viele mögliche Wahlen man da jetzt hatte zum Wahl-O-Mat, Bundestagswahl 2017. Sind ja irgendwie irgendwann über 80, aber davon können ja nicht alle wählen. Weiß ich nicht, wie viele aktive Wähler es gibt. Und davon 16 Millionen kann ja schon mal irgendwie so ein Drittel sein, ne? Du, ich hab's heute nicht mehr, ich hab's heute nicht mehr so mit Geografie. Das ist ja schon eine Menge. Und deswegen tatsächlich, wie gesagt, Gerichtsurteil hat gesagt, ja, habt ihr recht, wollt Deutschland. Und jetzt gibt es den Wahl-O-Mat erstmal nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt irgendwie umstellen oder ob sie da jetzt noch irgendwie rauskommen, aber aktuell ist der Wahl-O-Mat gesperrt. Was haben die so für Wahlsprüche? Wollt Deutschland, ihr wollt Deutschland? Ihr wollt Deutschland, weiß nicht, was macht man als wollt Deutschland? Mehr Energie für alle. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ihr wollt Deutschland. Ich weiß es auch nicht. Ja, ach krass, okay. Nee, aber ich habe das auch mal, ich habe den auch mal benutzt. Ich fand das eigentlich ganz gut nett. So als ersten Überblick fand ich das ganz cool. Ja, ich fand das auch nicht schlecht. Ach Mist, ey, nächste Woche sind, ich weiß gar nicht, konnte man den für uns auch nutzen? Also nächste Woche sind ja bei uns in Rostock Oberbürgermeisterwahlen. Konnte man den dafür auch nutzen? Weiß ich nicht. Wollte eigentlich mal reingucken. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich jetzt. Aber also Europaparlamentswahlen sind auch. Ja, genau, Europawahlen sind ja und da ist es wahrscheinlich nochmal interessanter. Da muss man sich auch nochmal jetzt wahrscheinlich doch mit den einzelnen Parteien beschäftigen und nicht einfach Wahl-O-Mat. Vielleicht ist das ja gut. Ist das ja gut, einfach mal. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, der Wahl-O-Mat wird auch einfach so nebenbei einfach mal benutzt und dann ist halt das Risiko dabei, dass du aufgrund des Ergebnisses, was dir dort dass dir dort gezeigt wird, dann natürlich wählen gehst. Ja. Das ist vielleicht, glaube ich, nicht die Sache, wie das funktionieren sollte und auch nicht, wie es eigentlich angedacht ist. Ja. Aber eigentlich nur ein erster Hinweis darauf, Mensch, vielleicht macht es mal Sinn, in das und das Wahlprogramm mal reinzuschauen. Ja. Auf der anderen Seite warst du ja auch immer überrascht, zumindest ging es mir so, dann hast du den Wahl-O-Mat ausgefüllt und hast dann gesagt, Mensch, ich möchte gerne die und die Partei gewählt haben. Ja. Und dann hast du auf einmal 30% Übereinstimmung mit der NPD und hast gesagt, was? Ja. Ist ja krass. Ja, das war genau. Ja auch immer noch so ein Effekt. Ja, die Ergebnisse waren manchmal ein bisschen komisch. Ich habe das ja auch eher als Zusatz benutzt. Ja. Ich habe dann doch nochmal versucht, zumindest mich kurz vorher zu belesen. Ja, das ist gut. Und, Leute, bevor ihr wählen geht, informiert euch. Ja, das ist manchmal immer nicht so leicht, weil, wenn nur ehrlich gesagt, so manchmal so, ist ja auch schnell die herrschende Meinung, die machen doch alle nur das Gleiche, ist doch egal, wer dran ist und so. Und ich bin da auch immer ein bisschen faul, mich so mit Politik zu beschäftigen. Ich habe es dann jetzt eher quasi jetzt in Rostock, das ist zum Beispiel für mich ein bisschen greifbarer, weil ich halt zum Beispiel jetzt auch schon im Rahmen meines Jobs schon ein paar Kandidaten kennengelernt habe, so. Mhm. Ne? Oder so ein bisschen eher verfolgen kann, was die machen oder was sie halt nicht machen. Ja. So, oder was irgendwie für Typen sind, so, ne? Gerade so Bundestagswahlen oder Europawahlen, gerade das ist ja, die Leute, die sind ja nicht greifbar für dich. Also da kannst du ja wirklich nur den Medien vertrauen, was sie dir servieren, ne? Und kannst ein bisschen gucken, ja, musst halt ein bisschen filtern, was könnte davon wahr sein, was nicht, musst natürlich alles kritisch betrachten. Ja. Das passt übrigens jetzt zu meinem kurz vorgestellt. Krass. Nur ganz kurz dazu wollte ich nochmal sagen, zu den Wahlen ist ja auch immer das Thema, das fand ich schon immer komisch. Ich habe mich da auch, wie gesagt, bei der letzten Bundestagswahl ein bisschen näher mit beschäftigt. Und beispielsweise habe ich mich mal informiert, wie sieht es denn aus mit denen, die nicht wählen gehen, also die Nichtwähler. Ja. Völlig überraschend heißen die so. wo du dann gesagt kriegst, was passiert denn mit denen? Und da ist ja immer die Meinung, ja, egal was ihr macht, geht aber auf jeden Fall wählen, weil nicht wählen ist schlimmer als alles andere und so. Ja. Da gibt es sozusagen, so wie ich das verstanden habe, oder die meisten Argumente, die dann fürs Wählen sprechen, sind ja dann zum einen, ja, in anderen Ländern können die gar nicht wählen und wir haben uns mit Hilfe unserer Demokratie das erkämpft und so, das kann ich nachvollziehen. Ja. Dass es da ein gewisses, nicht nur ein Recht ist, sondern tatsächlich ein Privileg, wählen zu gehen. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, finde ich auch gut. Auf der anderen Seite, gerade so aus Extremlagern kommen dann aber, ja, wenn ihr aber nicht wählen geht, dann kriegt deine Stimme irgendwie, kriegt das irgendwie der rechte Block oder so. Ja. Ist ja, also, hast du das auch schon mal gehört? Kommt das bekannt vor, das Argument? Ja, das ist aber, ich habe das früher schon nicht verstanden. Ich muss sagen, ich habe mich da auch nicht richtig schlau gemacht, aber ich fand es nicht logisch. Es ist auch nicht, also, tatsächlich ist es
Ich glaube, es ist ein Ammenmärchen. Es ist ein Ammenmärchen, rein, weil das passiert so. Also die Stimmen von den Bürgern, die wählen könnten, aber nicht gehen, ja. Die werden dann prozentual einfach auf alle Parteien gleichberechtigt verteilt. Ja, das heißt, es ist quasi das einzig, Logische. Das heißt, wenn du nicht wählen gehst, ich will nicht dazu aufrufen, um Gottes Willen, aber theoretisch, wenn du nicht wählen gehst, kriegt ja deine Stimme nicht der rechte Block, das ist ja Käse. Ja, deine Stimme bekommt prozentual alle anderen Parteien auch. Ja, sonst hätten die ja von vornherein einen Vorteil und das ist ja nicht demokratisch. Ja, genau. Also das ist ja Bullshit. So. So. Und deswegen ist diese Argumentation ein bisschen schief. Natürlich kann ich es verstehen, sobald du halt nicht den rechten Block wählst, ist das halt eine verlorene Stimme für die. Egal, wie jetzt welche andere Partei du quasi nimmst. Ja. Das kann ich schon verstehen. Aber einfach zu sagen, wenn du nicht wählen gehst, dient das den Rechtspopulisten beispielsweise oder irgendjemand anderen Partei, ist einfach Blödsinn tatsächlich, weil es prozentual an alle Parteien geht. Fertig, bums, aus, Ende. Ja. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen dazu. Ja, sehr gut. Das passt zu deinem Übergang zu was? Ja, Medien hatte ich gerade gesagt und zwar kurz vorgestellt. Ich hatte heute eine kleine Weiterbildung im Rahmen meines Jobs. Eine Multiplikatoren-Schulung zum Thema Hate Speech. Hate Speech? Hate Speech. Ja. Also ganz. Eine Hasspredigt. Genau. Hasspredigt, Hassrede. Ja. Das trifft es auch nicht so ganz, was es meint. Und also kannst du dir was drunter vorstellen? Na, ich bin gespannt, was du mir jetzt erzählen willst. Na, pass mal auf. Ich pass auf. Es geht quasi, also vergleichbar, also läuft viel im Internet, in den Medien ab, geht so um Kommentare oder sagen wir mal vermeintliche Fakten, die einfach so in die Welt gestreut werden. Ja. Zum Beispiel. Also du hast, das war irgendwie ein Beispiel, die Grünen hatten ein Video und es ging um irgendein Pass, Klimapass war Thema irgendwie. Mhm. Da hatte sich eine zu geäußert, ich weiß nicht, ob es eine Studentin war oder eine Schülerin und die war halt... Klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Müssen wir jetzt Pause machen? Ah, ich habe gesagt, die soll nicht mehr bei mir klingeln. Ich habe gesagt, gibt nichts. Jetzt machen sie es doch. Jetzt machen sie es doch. Krass. Oh. Sollen wir jetzt Pause machen? Jetzt müssen wir spontan sein, Basti. Jetzt müssen wir spontan sein. Hasssprache. Hasssprache. Ja, dann mach mal weiter, Hannes. Ich stimme kurz ein, warte mal. Ich habe dir gerade nicht zugehört. Warte, du warst bei. Was hast du vor? Was hast du gemacht? Grüne. Ja, komm, ist mir egal. Dann mache ich. Und dann mache ich vielleicht noch ein kurzes, an dieser Stelle kurz vorgestellt, was ich empfehlen kann an alle Hörer da draußen. Ich empfehle den Zurückgespult-Podcast. Ziemlich coole Sache, kriegt ihr quasi auf den ganzen Plattformen und so, könnt ihr das abonnieren und dort hören. Für alle die, die sozusagen historisch ein bisschen interessiert sind, ist dieser Zurückgespult-Podcast, beschäftigt sich also mit aktuellen historischen Themen. Aktuelles Quatsch, mit allgemein historischen Themen, tatsächlich so Sachen, die man einfach gewusst haben sollte, wo man sich mal informieren sollte. Ich glaube, die erste Folge, da habe ich jetzt reingehört, das war quasi die Watergate-Affäre beispielsweise. Und der Zurückgespult-Podcast macht das ganz cool, indem er also nicht einfach nur Informationen weitergibt und sagt, so und so war das damals, sondern das wird in so eine Art Hörspiel integriert. Also tatsächlich, dass man irgendwie verschiedene Rollen hat, verschiedene Charaktere, wie so ein kleines Hörspiel. Das ist total spannend und man kriegt einen sehr, sehr guten Einblick in vergangene historische Themen. Basti sitzt wieder neben mir auf der Couch, deswegen ja. Einmal ganz kurz der Abriss an dieser Stelle. Kurz vorgestellt, den Podcast Zurückgespult. Zurückgespult. Sehr schön. Historische Themen werden mit Hilfe von Hörspielen den Hörern nähergebracht. Ziemlich geil, weil das nicht so trocken ist. Und kann man gut im Auto hören oder irgendwie auf der Reise oder so. Geht immer, ich glaube, immer so eine Dreiviertelstunde ungefähr eine Folge. Und ich habe jetzt beispielsweise bei der Watergate-Affäre reingehört, weil ich das immer schon mal gehört habe, aber nicht genau wusste, worum es geht. Ja. Und dann hört man diese kurzen Podcasts und wenn einem das interessiert, ist auf jeden Fall eine geile Sache, weil die das, wie gesagt, so sehr, sehr spielerisch und sehr, sehr gut nachvollziehbar rüberbringen. Wie gesagt, mit verteilenden Rollen und Charakteren lesen und wie das damals passiert ist und so. Ja. Das ist eine coole Sache. Es gibt natürlich alles, die ganzen Weltkriege ist klar, was historisch so passiert ist, Watergate-Affäre, ganz viele Sachen, die man einfach so mal gehört hat. Und wenn man dann Näheres zu wissen will zu historischen Themen, Zurückgespult-Podcast.
Zurückgespult Podcast. Geile Sache, werden wir verlinken also, auf jeden Fall. Das machen wir. Ja, ihr habt es ja gehört, gerade hat es meine... Es hat geklingelt. Es hatte geklingelt und, warte. Naja, ist ja so, dass wir nun mal spontan sind oder auch nicht. Aber mittelspontan? Wir waren gerade mittelspontan, möchte ich sagen. Und ja, was soll ich sagen? Es kam ein Kumpel vorbei, der hat geklingelt. Er hat es mir auch schon angekündigt, dass er wahrscheinlich reinpreschen wird in unsere Aufnahme. Ja. Der Chris. Und dann hat er gefragt, Basti, kommst du runter spielen? Ja, hat er auch gefragt. Ich sag später. Und der Chris ist auch ein fleißiger Hörer, muss man dazu sagen. Ne? Er ist ein fleißiger Hörer. Jetzt hat er sich quasi, nur weil wir ihn bisher nicht erwähnt haben, hat er sich das jetzt erschlichen. Ja, da hat er sich das erschlichen und er hat sich auch eine gute Ausrede zurechtgelegt. Weil er sagte, der Mattes, ja, den kennt ihr auch schon, war schon zweimal dabei bei uns hier. Ja, viel zu oft. Viel zu oft. War das mit dem? Fette Sau nimmt hier viel zu viel Platz ein. Ja, unter Hundelunge, du. Ey, Mattes, wir mögen dich. Aber er hat die Ausrede benutzt. Ja, Mattes hat mich gerade angerufen. Ihr habt kein Bier mehr. Und ihr könnt euch doch keine Aufnahme machen lassen ohne Bier. Richtig geil. Bier ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Er hat uns ein American Pale Ale besorgt. Geil. Das ist mal wieder eine Dose. Ja. Geil. Das ist eine Dose. Das ist mega gut. Das kommt auch richtig. Unser Bier ist alle. Da kann man hier gleich mal das aufmachen. Mhm. Chris, vielen Dank. Geile Sache. Wir machen das jetzt gleich live hier. Musst du so vorher aufklopfen? Hallo. Kommen Sie rein. Hier ist geheizt. Können Sie rausgucken. Ja. Oh! Oh, der Wichser, ey. Der hat das vorher geschüttelt, ey. Ohne Mist, ey. Hat er? Ja, ich habe meine Hose eingesaut. Aber nicht deine Couch. Ja. Deine Sexcouch hier. Mir ist alles in meine Kurzsichtigkeit gespritzt. Wie sieht deine Brille aus? Können wir gleich gucken. Ich hab jetzt so eine Brille, als ob ich draußen sitzen würde, weil draußen spritzt es auch. Also spritzt von oben. Geil. Aber die Hose muss sowieso gewaschen werden. Ich wusch das mal hier ab. So. Ja. Geile Sache. Ich glaube, das war es euch wert, ihr Wichser. Danke an Mattes und Chris. Aber ja, schmeckt. Geil. Kann man haben. So. Naja, bei solchen Freunden brauchst du keine Feinde mehr. Ich weiß es schon wieder nicht. Du warst bei was? Ich war bei Hate Speech. Eigentlich. Ach, jetzt so, kann man wieder auspacken, ne? Ja, was ist richtig das? Hate Speechen. Das ist im Internet und so, ja. Das ist im Internet. Multiplikatoren-Schulung. Genau. Naja, es ist einfach, wir haben ja, also du wirst es auch kennen, im sozialen Sektor, in der Schule oder auch in der Kita oder wo auch immer hast du... die Kinder und Jugendlichen kommen ja um die Medien nicht mehr drum rum. Es gibt in den Medien alles Mögliche und die müssen halt geschult werden, auch das irgendwie zu filtern. Das ist richtig. Darum geht es halt auch bei dieser Schulung, sogar unterstützt auch vom LKA. Ne? Das ist ja auch mit angestellt, Landeskriminalamt. Ja. Die Leute kann man auch bei denen auf die Seite gehen, die heißen www.helden-stadt-trolle.de. Helden statt Trolle. Können wir vielleicht auch mit verlinken. Stadt mit Doppeltür, nicht wie der... Genau. Ne? Helden statt Trolle, weil Trolle werden hier als diejenigen bezeichnet, die halt so eine Hate Speech praktizieren. Ja, also ich hatte ja dieses Beispiel mit... diesem Kommentar von der Grünen Partei, da ging es um den Klimapass und ein beleibteres Mädchen, ne, hat sich dazu Wort gemeldet und hat einen Kommentar geliefert und dann gab es dazu einen, ich glaube vom ZDF war das, bei Facebook so einen Raum, wo man kommentieren konnte. Ja. Und da gab es halt viele Kommentare, wie zum Beispiel schluck doch erstmal runter, bevor du den Mund aufmachst. Ja, kau doch erstmal auf und nimm doch erstmal ab. Und also völlig nicht zum Thema. Ne? Ja. Also nur, und das ist so, das kommt ja bei vielen Sachen vor, diese Hassfrage. Also zum Beispiel Donald Trump ist da, glaube ich, auch, bei dieser Schulung geht es auch ganz viel um Fake News. Ja. Ne, und Donald Trump zum Beispiel, der ist ja auch so ein Meister drin. Ja. Ne? Also wird, der greift ja ganz viel auf. Ne? Allein dieses, warum er schon lange diese Mauer bauen will. Weil ja ständig Horden von Mexikanern oder Südamerikanern über die Grenzen laufen. Das sind ja ständig Horden. Ja. So. Das heißt, er nimmt sich vermeintliche Fakten. Ja. Ne? Also bei diesen Fake News, die orientieren sich ja immer an einem Fakt.
der ja. vielleicht stimmt. Ja. Nämlich, es kommen Leute über die Grenze. Ja. Und das wird dann ausgeschmückt. Ja, ja, klar. Und somit hast du dann Fake News. Genau. So. Es kommen ständig, also sozusagen, ne, es kommen ständig Leute und natürlich dann noch eine Horde, also sozusagen. Genau, es wird natürlich sehr, sehr überspitzt. Die Horde rennt quasi, ja, ja, genau. Ne? Wer das kennt, gibt es ein Video zu YouTube. Ja. Die Horde rennt. Ja, Hate Speech, ein Thema, mit dem man sich wirklich, ich glaube, ist halt ein dauerhaftes Thema, weil ja, so, genau. weil so, also du hast es schon, du hast es ja schon in kleineren Räumen oder Gruppen, so WhatsApp-Gruppen. Es gibt ganz typisch sind ja jetzt, ich weiß nicht, ob du das bei dir auch hast. Deine sind ja schon ein bisschen älter, deine Schüler. Es gibt so Klassengruppen, Klassen-WhatsApp-Gruppen. Ja. Und so von denen ich so gehört habe, also so gerade so, weiß ich nicht, 7. Klasse aufwärts. Ja. Da kommen oft ganz viele Hasskommentare, so ganz. Ja. Unreflektierte ja, Sachen über alles Mögliche, Alltagsrassismus oder auch irgendwie, also das beschreibt, es gibt keine allgemeingültige Definition von Hate Speech, aber ja. wird so gesagt, naja, das betrifft halt so rassistische Bemerkungen, antisemitische und irgendwas was noch. Diskriminiert wahrscheinlich. Ja, das fällt unter Rassismus, aber da war noch irgendwas anderes. Und das ist ein Thema, was krass die Medien beherrscht. Also ja. Weil du auch ganz schwierig agieren kannst. Ne? Das hat er uns heute bei der Multiplikatoren-Schulung auch gesagt. Er hat gefragt, zum Beispiel jetzt bei diesen Kommentaren gegen das etwas beleibtere Mädel. Ne? Wenn du da zum Beispiel jetzt gleich gegensteuerst mit, nee, das finde ich jetzt, also als Moderator, ne? Es gibt ja auch ja. einen Moderator in diesen Räumen und dann irgendwie sagst, nee, so reden wir hier aber nicht und so weiter. Das stachelt dir ja noch mehr an. Ja. Ne? Und, ja, ja, stimmt. Du kannst wirklich nur versuchen, und das ist so ein Tipp, also das habe ich in der Kommunikation auch schon oft gemerkt, ob das jetzt im Internet ist oder wenn man mit Leuten spricht, die halt gerade echt verbal hassen oder aufgeregt sind, ne? Kannst du die nur versuchen, sachlich runterzubringen. Ja. Nicht großartig auf das eingehen. Also jetzt ja. eine Vorgehensweise bei diesen Kommentaren, die halt, wenn sie sagen, hier, ja, die ist doch fett, die soll erstmal abnehmen oder so weiter oder soll mal von dann rollen und so, dass man gar nicht darauf eingeht, sondern das so beiläufig erwähnt, dass, na, ich, deine Meinung ist schon ganz schön krass, zum Beispiel zu sagen, aber was hast du denn zum Thema zu sagen? Also, ne, zum Beispiel. Also, ja. wieder aufs Thema zurückzukommen. Also, das auf die Sachebene sozusagen wieder runterzubringen. Genau. Weil ja diese ganzen Sachen auch sehr, sehr emotional geladen sind. Genau. Und das ist, ja. das ist mühselig. Ja, das glaube ich. Das ist wirklich mühselig, auch in der Kommunikation. Also, ich habe das ja auch oft, habe das Beispiel auch genannt, wenn ich mit Jugendlichen spreche, die halt zwar von sich sagen, wir sind nicht rechts. Ja. Aber wir können halt die Flüchtlinge nicht leiden, weil die das und das machen, ne? Die sollen sich hier halt benehmen, wenn sie hier sind und so weiter, ne? Ja. Und wenn du da wirklich sachlich nachfragst und sagst, erstmal, okay, dir das alles anhörst und warum hast du denn so eine Meinung und so weiter, kommst halt doch weiter und das ist mühselig. Also müssen wir ansetzen, eigentlich schon viel früher ansetzen, auch schon in der Grundschule geht es ja schon los, wenn irgendwelche Wörter durch den Raum fliegen mit ne, Hurensohn, Missgeburt, Fotze, was weiß ich nicht alles. Eigentlich müsstest du schon bei den Eltern ansetzen. Da sind wir wieder beim Elterntraining. Hatten wir schon mal vor einigen Folgen, ne? Den Elternführerschein. Genau. Ja, das ist, ist ein Thema, das wird immer wichtig bleiben. Weitreichendes, großes Thema auf jeden Fall. Deswegen wird auch, glaube ich, das, was du sagtest, Thema Kommunikation, Gesprächsführung und sowas, glaube ich, wird immer wichtiger. Beziehungsweise sollten wir da, glaube ich, vorher nochmal einsetzen, wie führe ich eine Diskussion, wie kann ich eigene Meinung begründen und so. Das ist ja quasi das, was du sagst, wenn man auf diese Sachebene wieder runtergeht. Ja. Ja, und das versucht von dieser Emotionalität so ein bisschen wegzukommen. Ja. Und das wieder auf die Fakten dann beschränkt. Ich glaube, das ist tatsächlich, hat so mit so einer Diskussionskultur, Gesprächskultur zu tun. Ja. Also du hast ja auch, also wo du überhaupt keine Chance hast, ist ja, es gibt ja, wie gesagt, die sprechen von Trollen, die sowas streuen und so weiter. Es gibt ja auch organisierte Gruppen, die das wirklich machen, um was zu hypen im Internet. Ja. Ne? Und dann gibt es noch eine härtere Form, das sind, ich weiß nicht, hatte sie als Hassprediger bezeichnet, die das wirklich so aus religiösen Gründen machen. Ah, ja, okay. So, ja, klar. Die,
die da schon so verkopft, vernarrt sind, wo, da hast du halt keine Chance. Aber das macht nicht den Großteil aus. Mhm. Also vieles ist ja wirklich einfach mal so ablassen, ungefiltert, irgendwelche Kommentare da reinstreuen, weil die fühlen sich halt sicher im Internet. Mhm. Das ist ja erstmal, du kannst nicht so schnell belangt werden. Ja, auch die Anonymität und so spielt ein großes Anonymität ist, großes Thema, ist ganz wichtig. Mhm. Und man muss aber auch dazu sagen, dass solche Sachen, und also da kann man auch, ich würde immer empfehlen, das habe ich eben schon gesagt, so sachlich anzugehen, ja, und zu versuchen. Wenn es dann irgendwann nicht geht, kann man ruhig darauf hinweisen, du, ich kann dich jetzt auch melden, hm, ne, bei Facebook, dann wird das erstmal registriert. Okay, deren Pflicht ist es, also wenn jetzt bei Facebook so ein Ding ist, es geht wahrscheinlich bei Twitter und bei den anderen Netzwerken geht das auch, ja, wird es registriert und so weiter. Die sind dann nicht unbedingt in der Pflicht, das irgendwie anzuzeigen. Aber du selbst kannst es anzeigen. Ja. Man kann solche Sachen anzeigen, indem man, alle haben, hm, Smartphone, Screenshot. Du, ja, kannst es auch anonym zur Polizei oder zum Kriminalamt irgendwie schicken. Hm. Und dann nehmen die sich der Sache an. Und naja, gerade so Sachen, die, sagen wir mal, unter Volksverhetzung laufen. Mhm. Ja. Und das geht also ganz, also viele Bemerkungen schnell, gerade die so in die rassistische Ebene gehen, geht ganz schnell, mal ganz schnell als Volksverhetzung einstufen. Ja. Und die Strafen sind nicht gering. Also das, ja, können, ich glaub, das, du kannst da mehrere tausend Euro zahlen, mhm, müssen. Und es ist auch, auch Freiheitsstrafe. Ne? Manchmal sind auch Sachen auf Bewährung ausgelegt, aber, mhm, da reden wir von einem Rahmen so von 3 Monaten bis 5 Jahre. Krass, ne? Ich glaube, das ist man sich halt gar nicht so bewusst. Also gerade wegen dieser vermeintlichen Anonymität und so. Ja, genau. Ich glaube, das ist schon krass, müsste man den auch mal sagen. Ich, genau, habe tatsächlich mal, ich habe mal ein Video bei in einem sozialen Netzwerk, habe ich mal gemeldet. Mhm. Weil das, also es war irgendwie nicht jetzt volksverhetzend oder diskriminierend oder, sondern es war einfach urseklig, ja, tatsächlich. Das ist ja bei diesen sozialen Netzwerken so, das wird dir irgendwie empfohlen, weil 3 von deinen Kumpels haben das irgendwie auch gesehen und fanden das gut und so. Ja. Tatsächlich war da drauf zu sehen, wie sich jemand übergeben hat. Aber also richtig krass, ja, krass übergeben, das sah auch nicht mehr gesund aus und so. Ja. Ich habe nachher auch ausgemacht, das war mir, wie gesagt, zu eklig, ich habe das auch gleich gemeldet. Dann. Ja. Und dann wurde, ja, habe ich selbst sogar eine Nachricht bekommen, dass das, vielen Dank hier für deine Rückmeldung und so, und die haben das Video auch gelöscht und runtergenommen und so. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, gerade um auf das Thema zurückzukommen, das ist denen, wie gesagt, nicht bewusst und ich glaube, das sollte man denen vielleicht einfach so mal so gegenüberhalten. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wenn du sagst, Mensch, ich kann dich hier melden, ich weiß nicht, was die dann machen, aber theoretisch beschäftigen sich denen damit und nehmen sich der Sache, ja, an und, ja, löschen das eventuell oder tatsächlich, wenn es sehr, sehr, ja, krass ist oder ja gerade, wenn, wenn das sehr, sehr häufig aufkommt, ich glaube sozusagen, also wenn man immer weiß, der und der und der oder diejenige machen immer ähnliche Kommentare und fühlen sich da in diesem Hate Speech da irgendwie, genau, diesem dazu geneigt und so. Und wenn man dann sagt, Mensch, das geht jetzt hier irgendwie über ein halbes Jahr oder so, das, ja, ist jetzt mal, ja, ne, langsam werde ich irgendwie ungeduldig und... Und, ja, das wird dann also gerade auch, das wenn du es nicht... mit Konsequenzen zu tun. Genau, oder? Wenn du es nicht nur meldest, sondern auch wirklich anzeigst, dann... dann schaut die Polizei natürlich auch oder das Kriminalamt, wer auch, ja, immer sich damit dann beschäftigt, die schauen dann auch nach, was in der Vergangenheit gelaufen ist, ja, an, ja, Kommentaren. Genau. Und das können die schon gut nachverfolgen. Ja, ja, klar. So, ne? Also vielleicht sollten wir da mehr sozusagen als reflektierte erwachsene Nutzer mehr darauf achten, dass wir die Möglichkeiten, die wir wirklich haben, sozusagen, ja, gegen diese Sache vorzugehen, auch nutzen. Das, genau, das ist, ich finde auch im Internet ist es vielleicht nochmal viel leichter, sich das zu trauen. Ja. Also so, ich sag mal, wenn du eine Situation hast auf der Straße oder Straßenbahn ist auch oft so ein Thema und das, du hast da eine schwierige Situation, irgendjemand wird angemacht, ist ganz alleine, beleidigt oder wie auch immer und du meldest dich zu Wort, dann ist die Hemmschwelle natürlich größer. Ja, klar. Und vielleicht auch da ein, ja, paar Leute mitzunehmen. So. Das, ja, ist, ne, man traut sich dann immer nicht, das ist auch nicht so einfach, aber im Internet vielleicht noch eher möglich. Ne? Also ich, ja, würde natürlich zu beiden appellieren. Ja. Also gut, persönlich ist es immer ein bisschen schwierig, weil dann man kann sich, so, ne? Aber ja, man soll sich natürlich auch nicht selbst gefährden. Und auch im Internet, ja, muss man aufpassen, dass man, wie man dagegen agiert, weil du kannst dich auch schnell wieder
selbst zum Opfer werden, zur, ne? Zielscheibe ja, genau, okay. machen. So, ne? Aber wie gesagt, dieses erstmal gut, dieses sachlich bleiben. So. Das ist nicht auf den Zug aufzuspringen. Das ist sowieso irgendwie mein Credo, auch wenn ich zum Beispiel mit Jugendlichen rede. Hm. Ne, Jugendlichen wird oft hinterher gesagt, ich sage jetzt mal ganz klischee-mäßig auch von Älteren, naja, die mit der Jugend kannst du ja nicht anfangen und so weiter und die wollen alle nur provozieren. Ne? Hm. Ja, klar wollen sie provozieren und sie haben halt auch ihre Bedürfnisse, aber wenn du auf diese Provokation mit aufspringst, dann hast du halt verloren. So, ja. Wenn du damit, wenn du auch anfängst, dann irgendwelche Beleidigungen zu machen. So, wenn du versuchst, sachlich zu bleiben, hast du eher eine Chance. Oder vielleicht das Ganze auch mal mit Humor nimmst, egal was die jetzt sagen. So, ne? Aber Humor ist auch oft eine gute Lösung. Seid lustig, Leute. Ein bisschen Sarkasmus vielleicht. Ein bisschen Sarkasmus. Das können die auch, das können die dann auch verknusen. Das können die verknusen. Macht mal einen Witz. Ach, krass. Nicht so beleidigend, aber so ein bisschen, was weiß ich. Es kann auch ein Lob drin stecken. Ja, also ein verstecktes. Ne? Aber was weiß ich, Beispiel in der Bahn, die Musik, die Boxen, die hört man ja heute überall, die anderen, die haben auch eine Leistung bis zum geht nicht mehr, wenn die laut Musik hören. Ja, dann, warum nicht, ey? Dann sagt ihr halt, sag mal, eine krasse Leistung. Ich wusste gar nicht, dass die Dinger jetzt schon fast Scheiben sprengen können oder keine Ahnung. Ja. Hast du auch was von Sarah Connor, hätte ich gefragt. Ich brauche ja mein Hörgerät gar nicht, wenn ich euch so zuhöre hier mit eurer Box. So. Ja. Aber ganz ehrlich, hier, guck mal, da hinten, die Oma, die fällt gleich vom Stuhl. Vielleicht macht ihr mal ein bisschen leiser. Ja. Wenn ihr hier keinen Herzkasper erzeugen wollt. So. Ja. Also. Genau. Oder wenn die Oma nicht vom Stuhl fällen soll, dann macht ihr vielleicht irgendwie ein bisschen Andrea Berg an. Ja, genau. Das ist doch was Nettes. Ein bisschen wildiger Herzbuben, Herzilein. Ne? Wegen Herz, damit sie nicht Herzkasper Doppelherz. Nicht traurig sein, geil. So, ne? Und dann. Jetzt müssen wir aus diesem schweren Thema müssen wir wieder so ein bisschen Aufschwung finden. Krass. Weißt du? Nee, aber richtig, dass du das ansprichst, auf jeden Fall. So ist es. Ja. Cool. Ich habe gerade überlegt, so, ob ich jetzt weitermache. Also mein kurz vorgestellt habe ich ja mit dem Podcast schon zurückgespult. Ja. Oder ob wir mit kurz aufgeregt weitermachen. Oder ich habe gerade das Gefühl, wir müssten jetzt was Lustiges machen, Basti. Was Lustiges machen? Wir müssen jetzt was Lustiges machen, um so wieder ein bisschen Aufschwung zu kriegen. Soll ich meine drei Fragen jetzt reinschmeißen? Du willst jetzt drei Fragen reinschmeißen? Ja, einfach so. Finde ich gut gerade. Ja, dann mach ich das. Okay, geil. Yes. Oh, Hannes hat drei lustige Fragen. Drei lustige Fragen. Ich bin mal gespannt. Und zwar habe ich zwei Zuschauerfragen heute mitgebracht. Oh, ich habe keine einzige Zuschauerfrage. Die erste Zuschauerfrage. 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 Basti. Ha. Wärst du lieber ein Obststand in einem Actionfilm oder Klofrau während der Spargelzeit? Was? Geil, dass hier definitiv steht Klofrau während der Spargelzeit. Es gibt also keine Klomänner, es gibt nur Klofrau. Also, wärst du lieber ein Obststand in einem Actionfilm oder eine Klofrau während der Spargelzeit? Bei dem ersten hatte ich sofort ein Bild im Kopf, bei dem zweiten musste ich erstmal nachdenken, weil ich gesagt habe, hä, wird jetzt die Klofrau denn gestochen statt der Spargel? Nein, aber nein, es ging natürlich, ja, ich weiß schon. Du willst doch die Klofrau wohl nicht stechen. Es geht natürlich um den Geruch. Du, ich war ja mal Klofrau, ne? Ich habe das ja mal als Nebenjob gemacht. Ich habe mal Klos geputzt, ach, tatsächlich. Neben. Echt? Ja, weißt du doch, als wir Ausbildung gemacht haben, ne? Ach Scheiße, so, ja. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie so bei so einem Festival. Oder übrigens so. Nebenbei, das soll jetzt nicht diskriminierend klingen, aber die Frauenklos riechen schlimmer als die Männerklos, ganz nebenbei. Klar. Und gut, vielleicht ist es in der Spargelzeit anders. Nein. Und ich habe gedacht, Obst stand im Actionfilm, ja geil. Die werden ja immer umgeschubst. Obststände werden immer zerfickt. Immer, auf jeden immer Fall. Zerfickt. Und meistens auch geil, ist auch mit dem Auto einfach durchfahren so oder so. Aber weißt du, da sage ich mir lieber geil zerfickt werden. Ja. Als eine Scheißarbeit bei ekligen Gerüchen und schlecht bezahlt. Kotzreiz und Kotzreiz. Nö, ich werde dann lieber so ein Obststand in einem Actionfilm. Okay. Vielleicht ein kurzes Leben.
weil die ja meistens in der Anfangsszene gleich zerhackt werden. Ich wollte sagen, die sind meistens nicht leider. Es gibt ja so einen Actionfilm, gibt es ja meistens, ich fange ja an auf irgendeinen arabischen Märkten, ne? Ist ja genau. Immer so. Und dann gibt es gleich irgendwie eine Verfolgungsjagd, entweder mit dem Auto oder über die Dächer und geht so. Geht was in die Luft und so, ja. Das ist, ja, Obststand. Genau, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich musste gerade an die Fußballszene von Werner denken, da kann ich mir die auch nicht vorstellen. ja, mega, mega. In so einem Stand. Was macht die Bengel um den Kron? Naja, geile Sache. Zweite Frage. Du hast ja. Und zwar auch wieder Zuschauerfrage. Du hast ja gesagt, dass du am Anfang noch den eigenen Podcast öfter mal gehört hast. Einfach mal so. Ja. Unseren eigenen, irgendwie so zu schauen, Mensch, wie hört sich das denn an? Wo können wir besser werden? Ja, und so. Ja. Und dieser Zuschauer stellt folgende Frage: Mensch, Basti, den eigenen Podcast so oft hören, ist ja wie eigenes Sperma trinken. Ja, siehst du, das war gut. Jetzt habe ich den, wir haben am Anfang immer, das habt ihr gehört, Lacher geübt und nur Hannes konnte. Jetzt kann ich es auch. Jetzt kannst du es auch, das muss man üben. Das, wie gesagt, du hörst am Anfang dieses Atmen, dieses. Ja, siehst du, wir werden besser. Klasse. Können wir fast schon zweistimmig machen. Was war das letzte? Spargel trinken? Eigenes Spargelwasser trinken? Nein, mit Spargel habe ich gesagt. Spermawasser. Ja. Nö. Wie fühlst du dich dabei? Nee, war das ein Vergleich? Ich habe gerade den Anfang des. Was? Nee. Lies nur mal vor. Ich weiß, es geht um eigene Sperma. Ich habe auch was zu sagen dazu. Aber. Mensch, den eigenen. Basti, den eigenen Podcast hören ist ja ein bisschen wie eigenes Sperma trinken. Findest du nicht auch? Ja, kann ich nicht vergleichen. Ich habe mein eigenes Sperma noch nicht probiert. Und das Witzige ist, ich habe mich letztens mit einem Kumpel drüber unterhalten. Ja. Wie das wohl sein wird. So. Und mein Kumpel meinte, er hätte es fast mal versucht, aber er hätte es dann doch gelassen. Und es gibt ja. Leute, sind wir mal ehrlich. Also, es gibt Frauen, die stehen da schon drauf. Ne? Weiber. Die schlucken die auch alles weg. Oder die saugen dich aus. Wir sind genau wieder bei dem Niveau angekommen. Ja, da denkst du, oh Mensch, da ist ja gar nichts, da ist ja gar nichts daneben gegangen. Die nimmt das auf, die schlürft da, die macht ja auf X, trinkt die das ja auf X, zieht die dir das weg und du denkst dir, oh, geiler Job. Und du selbst denkst dir dann so, hey, what's wrong with you? Also weiß ich nicht. Da muss man, glaube ich, auch zeitig rangeführt werden. Also ich glaube, auch so als Frau, entweder du am Anfang, du magst es oder magst es nicht. Irgendwie, ja. Du probierst es mal aus und stehst drauf oder lässt es von Anfang an sein. Gibt ja auch diese Sachen, wenn du Ananas vorher gegessen hast, dann schmeckt das süß und so. Ich weiß ja nicht, also ob das wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Ja. Verrückt. Naja, egal. Wenn hier einer Ananas macht, dann bin ich das. Dritte Frage. Ne? Was war deine letzte große Anschaffung? Meine letzte große Anschaffung, also groß, kannst du das eingrenzen? Kannst du irgendwie, ich kann dir sagen, was meine letzte geile Anschaffung war, aber wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Aber weiß nicht, ob das ist, was du hören möchtest. Ich sage jetzt mal so spontan, letzte große Anschaffung ist bei mir so, was fällt mir jetzt zum Anfang ein, vielleicht so über 200 Euro. Ach so, du gehst dann schon, du machst es vom Geld abhängig. Was war deine letzte finanziell große Anschaffung? Meine letzte finanzielle große Anschaffung? Da muss ich, so groß. Ich habe jetzt gerade an eine Waffe für mein Labzeug, was ich ja mache, gedacht. Aber die ist sehr, sehr gut geworden. Ist auch ein Einzelstück, aber die hat tatsächlich nur 80, 90 Euro gekostet. Hm. Obwohl man die auch für teuer verkaufen könnte. Ja. Aber das ist nicht das, was du hören möchtest. Meine letzte große Anschaffung. Ja, was war denn? Meine letzte große Anschaffung ist vielleicht eher eine Sache, die mir so zugeflogen ist, die ich quasi seit Februar abzahle. Hm. Und zwar ist das die Gitarre. Das ist eine Gitarre. Die Gitarre, die immer hier spielt, quasi. Die heute in unserer Insta-Story zu sehen ist. Genau die. Und die ist nämlich von meinem guten Freund, von dem wir öfter schon erzählt haben. Wir nennen ihn jetzt einfach mal beim Namen. Schöne Grüße, Olli, nach Australien. Nee, wo ist er? Neuseeland.
Australien war er schon, Neuseeland. Da war er schon. Genau. Jetzt ist er mit seiner Freundin Neuseeland und muss dazu sagen, wir hatten vorher ein, ja, auch so Comedy-Duo, so mit Liedern und so weiter. Und Olli war immer derjenige, der das ganze Zeug angeschafft hat. Der hat sich immer ständig was Neues gekauft. Ja. Also nicht, weil er so reich ist, sondern weil er darauf steht, weil er es geil findet. Weil er nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Und jetzt was er nicht hat. Und jetzt hat er gesagt, naja, wenn du willst, die Gitarre, auf die du eh schon spielst, kannst mir die abkaufen. Und das ist so ein, das ist schon eine gute. Das ist eine von einer spanischen Firma, die kostet neu, ich glaube 700. Hm. Sind ein bisschen billiger gekriegt, aber zahl sie jetzt ab. Hm. Also, damit der Olli auch was hat, weißt du? Der muss ja da arbeiten. Der muss ja da irgendwie. Und der kriegt jetzt jeden Monat von mir 50 Euro, 11 Monate lang. Kiwis hat er sortiert und so, ne? Kiwis hat er sortiert, ist auch noch dabei. Krass. Und hat auch, er hat letztens geschrieben, er verlängert jetzt. Er verlängert jetzt bis Juli, glaube ich, weil die zwischendurch keine Kiwis hatten. Da gab es einfach keine Kiwis und hatten die nichts zu tun. Was haben die denn sortiert? Dann hat er krank gemacht. Okay. Naja, gut. Soll er machen. So. Ich glaube, das war gut. Drei Fragen zwischendurch. Ich habe komplett vergessen, wo wir am Anfang waren. Ja. Geil. Ich habe, ich hätte noch was für, tatsächlich, das ist mir jetzt noch so eingefallen, weil du eine Podcast-Empfehlung gemacht hast. Habe ich gemacht. Bei Kurz vorgestellt und ich habe auch noch eine. Na, sag mal. Und zwar heißt, dieser Podcast, 5 Minuten Harry Podcast. Ach, von Cold Mirror. Ja. Ja. Kennst du den? Kenn ich. Oh, großartig. Leute, wenn ihr es noch nicht kennt, sehr witzig, Cold Mirror macht da auch einige YouTube-Geschichten zu. Und bei Funk auch. Ich konnte immer nicht ganz sagen, Cold Mirror ist Frau oder Mann? Frau. Ist eine Frau, ne? Ja. Und die spricht das auch ziemlich geil. Ihr müsst euch vorstellen, 5 Minuten Harry Podcast ist, sie hat sich quasi den ersten Teil vorgenommen, Stein der Weisen, und nimmt in jeder Folge ihres Podcasts 5 Minuten auseinander. Ja. Und das ist in einer Ausführlichkeit, was der Wahnsinn krass. Ist. Ja, ja, genau. Also erstmal, also sie, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat und sich überhaupt nicht für Harry Potter interessiert, hört euch das an, weil sie beschreibt haargenau, was passiert. Und liefert dazu noch Hintergrundinformationen, zieht es ins Lächerliche auch teilweise ja. Und hinterfragt auch Sachen in einer großartigen humoristischen Weise und auch ihre Stimme dazu, Wahnsinn. Das ist echt genial. Hört euch das an, 5 Minuten Harry Podcast, sie macht aus 5 Minuten manchmal, ich glaube sie hat angefangen mit einer halben Stunde, jetzt kam auch mal über eine Stunde bei raus, Folge 12 oder 13 kam jetzt mal irgendwie. Ja. Richtig gut, das richtig gut. 5 Minuten Harry Podcast, kleine Empfehlung noch, so am Rande. Von Cold Mirror, ziemlich cool. Stimmt, du hast recht, geile Sache. Ja. Ja. So. Ja. So, und jetzt reg ich mich mal auf. Jetzt sind wir bei kurz. Dich auf, ey. Kurz aufgeregt. Hannes, du weißt nicht, was letztens passiert ist. Nee, letztens. Aber das erzählst du mir jetzt. Jetzt erzähl ich dir das und ich werde ausrüsten. So. Oh, der war schon wieder so. Der war schon wieder. Der kriegt schon wieder nicht hin, ey. So. Oh, es ist sehr lächerlich heute hier. So. Letztens, Muttertag, habe ich ja schon von gesprochen. Und dann bin ich wieder gegen Heimat gefahren nach Rostock. Und musste ich einmal umsteigen und ich wollte meine Bahn nehmen, die ich immer nehme, wo ich nur eine Station fahre, die auch immer am gleichen Gleis steht. Bin ich eingestiegen und bin losgefahren und dann denke ich mir, oh, das ist nicht die verkackt richtige Richtung, in die du willst. Scheiße. So, also. Ich war schon in Rostock, für die Leute, die ja nicht heimisch sind. Ich musste nur eine Station quasi aus meiner Perspektive geradeaus fahren. Ja. Ich bin aber auf einmal rückwärts gefahren. In die entgegengesetzt gerichtete Richtung. War das doppelt gemoppelt? Ist mir scheißegal. Entgegengesetzt gerichtete Richtung? Also in die andere Richtung. Ich bin dann rückwärts gefahren und zwar Richtung Güstrow. Güstrow. Ja, die MacPommer unter uns werden wissen, Güstrow. Das klingt schon wie Brechdurchfall, ist auch so. Da fährt man nicht mit Absicht hin. Ja, fährt man nicht mit Absicht hin. So.
Und dann dachte ich mir, oh nein, es ist auch schon abends, es ist auch irgendwie schon, keine Ahnung, kurz nach neun oder so und es ist Sonntag und du willst eigentlich nur nach Hause. Ja. So, und dann bin ich aber schon direkt die erste Station ausgestiegen. Mhm. In Babendorf. In Babendorf, genau. Babendorf, Babendorf ja. ist, müsst ihr euch vorstellen, ist ein Dorf. Kann man sich nicht vorstellen. Die haben keinen richtigen Bahnhof, das ist nur wie so eine Haltestelle. Das kann man sich mitten nicht im vorstellen. Wald, mitten im Wald, ohne Bahnübergang, also Weg, da musst du über die Schienen gehen, um schnell, ganz schnell. Schnell, um auf die andere Seite zu kommen. Und da habe ich geguckt, wann die nächste Bahn kommt, zurück zu, und dann dachte ich mir, ja, 20 Minuten, okay, geht noch. Genau. Geht noch. So. Das geht. Nach 20 Minuten kam die Bahn aber nicht. Da habe ich nochmal drauf geguckt und dachte mir, ah, das wäre die Zeit gewesen für Montag bis Freitag. Und jetzt haben wir das Wochenende. Und jetzt ist Sonntag. Und von da an hätte ich noch eine Stunde warten müssen. Boah, ich hatte ja aufgeregt. Aber weißt du was, ich war nicht der einzige Dödel, der das auch gemacht hat. Da war nämlich noch ein Mädel. Ja. Die ist auch falsch ausgestiegen. Also die ist auch einfach in die falsche Bahn eingestiegen. Ah, okay. Ja, scheiße. Und ich habe halt schon ein Taxi gerufen. Ich sage, hier, ich habe jetzt ein Taxi gerufen. Willst du gleich mit einsteigen? Nö, ich habe jetzt einen Kumpel angerufen. Der kommt vorbei. Du kannst auch gerne mit einsteigen. Ah, okay. Ja, und dann, naja gut. Im Endeffekt standen wir doch da irgendwie eine Stunde, bis der Kumpel das gefunden hatte. Aber ich bin wenigstens kostenlos nach Hause gekommen. Habe keine 25 Euro für ein Taxi ausgegeben. Ah, okay. Und das hat mich aber mega aufgeregt. Ich war auch mega durchgefroren. Weil wir ja keinen Winter mehr haben. Es war schon frisch da im Wald. Ich war eigentlich gewohnt. Und es war auch falsch ausgeschrieben am Anfang, bin ich der Meinung. Ich habe noch vorher auf dem Bahnhof geguckt, hier, ja, Richtung Dings, wo ich hin will. Und dann habe ich mir kurz noch was auf dem Bahnhof geholt, irgendwie zu essen. Und bin dann habe mich reingesetzt und dann falsche Richtung. Das ist mir noch nie passiert an der Stelle. Hey. Fick dich, Bahn. Das kann man doch vorher auch mal ansagen hier. Da kann man auch mit Blinkschrift mal noch mal irgendwie arbeiten. Das habe ich ja schon öfter geschafft. Falsch eingestiegen und dann irgendwo. Naja. Ja. So. Mach ich jetzt nicht mehr. Ich fahre jetzt nicht mehr öffentlich. Ich fahre jetzt nur Auto. Ja, kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Kann ich nicht. So ist es. Naja. Ja, es wird besser. Es wird besser. Es wird besser. Kurz aufgeregt. Ich auch. Du, man hört es noch nicht, aber du siehst quasi, wie es in mir brodelt. Brodel. Richtig krass. Österreich hat jetzt in den Schulen Kopftücher verboten. Und in Deutschland geht es wieder los mit der Diskussion, wie ist es mit den Kopftüchern und so. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie schon so verfahren bin in meiner Meinung oder ob das irgendwie aufgrund, also dadurch, dass wir im sozialen Sektor arbeiten und so, ob wir da irgendwie, sind wir sicherlich vorgeprägt, ist ja auch logisch. Ja. Aber oh, ich finde das so, weiß ich, mich regt das immer noch auf, weil gefühlt ist das irgendwie jedes Jahr Thema, dieses blöde Kopftuch. Ja. Jedes Jahr ist das Thema und dann haben die Politiker anscheinend nichts Besseres zu tun, als sich einmal im Jahr damit mit dieser Sache auseinanderzusetzen. In Österreich haben sie es, wie gesagt, verboten in Schulen. Jetzt überlegt man in Deutschland wieder, ob das beispielsweise in Kitas erlaubt ist oder ob man das auch in Schulen verbieten sollte und so weiter. Einer aus dem EU-Parlament hat gesagt, ja, man muss auf jeden Fall das Kopftuch verbieten, allein schon aus pädagogischen Gründen und Gründen der Integration, habe ich so gedacht. Also leider ging das Zitat nicht weiter. Ich weiß nicht, ob er da was zugesagt hat, aber ich habe gedacht, habe das gelesen und gedacht, genau das sind die beiden Argumente, die ich bringen würde, um zu sagen, Leute, lasst doch die Mädels in Kopftuch tragen. Ja, ja, aus pädagogischen Gründen und aus Gründen der Integration. Genau die beiden. Und er natürlich. Benutzt die gleichen Begründungen für die andere Meinung. Das war irgendwie überraschend. Und ich habe gesagt, Leute, lasst die Leute doch Kopftuch tragen. Ey, das bringt erstmal, es bringt die Welt nicht durcheinander, es bringt auch nicht die Welt von den Kindern durcheinander so. Du musst ganz woanders ansetzen. Das ist Schwachsinn. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht kommt eine Diskussion auf von Leuten, die halt auch gerne mal ein Käppi tragen oder so und das absetzen müssen im Unterricht und dann sagen, warum muss ich mein Käppi absetzen, wenn die Kopftuch? Ja. Ja, dann würde ich halt sagen, ja, pff, dann sollen die halt ihr Käppi auch auflassen. Ist halt scheißegal, die müssen selbst wissen, was sie da mitmachen. Ganz woanders ansetzen, nämlich wirklich mit Aufklärung. Ja. Das ist genau der gleiche Punkt wie mit diesen
Hate Speech Ding einfach aufklären, ja, sachlich aufklären. Was gibt es alles für Möglichkeiten? Ja. Ne? Und das ist ja gerade diese Diskussion, die werden ja immer ohne die entsprechenden Leute geführt, die das interessieren würde. Also es werden ja die Diskussion immer geführt ohne Leute, die ein Kopftuch tragen, also aus Überzeugung ja, Kopftuch tragen. Und wenn sie das aus Religions, also aufgrund ihrer Religion tragen, aufgrund ihrer Glaubensrichtung, wie auch immer, dann lädt man die doch am besten einmal ein und zu fragen, Mensch, warum machst du das? Ne? Was hat das damit auf sich und so? Ja, und die Frage ist natürlich, warum... gerade die Kinder sind da viel, viel offener. Halt die Fresse, wenn ich dich unterbreche, ey. Gerade die Kinder sind doch da viel... gerade die Kinder sind doch da viel, viel offener und einfach auf die Erzieherin oder auf die Lehrerin zuzugehen und dann zu sagen, Mensch, die anderen Mädels bei uns haben keinen Kopftuch. Warum hast du deinen Kopftuch? Das ist mein gutes Recht, dich zu unterbrechen. Das macht... das macht ja das Ganze doch menschlich. Ja, also, ist ja... Du, und warum hat Österreich jetzt geschafft? Warum haben sie es geschafft? Ja, wahrscheinlich wegen diesem rechten Vogel da. Ja, wie heißt der? ÖPNV? Das spricht wieder. Spricht's für gegen, für die Österreicher. Ach, ja. Ey, Leute. Also ich finde, die Diskussion ist so, da habe ich ganz klar meine Meinung zu. Lass die Leute Kopftuch tragen, ganz einfach. Ich glaube, das bringt überhaupt keinen um und es ist nein, überhaupt natürlich nicht schlimm. Nicht. Ich finde, man muss dann dagegen agieren, wenn man merkt, bei den Betroffenen, bei den Mädels, die ist halt absolut nicht freiwillig tragen. Ja. Wenn man das irgendwo merkt, sollte man versuchen zu agieren. Also natürlich. Aber dann kannst du ja auch nur persönlich und emotional agieren. Natürlich. Dann kannst du auch im Gespräch agieren. Dann kann natürlich nicht die Politik einfach sagen, Mensch, wir schaffen jetzt Kopftücher ab. Natürlich. Also feinfühlig agieren, im persönlichen Kontakt. Das ist super schwierig, dann auch mit den Eltern. Also natürlich wo, ist das wo das schwierig. Dann Pflicht ist und so weiter. Aber das wäre dann der richtige Weg. Ja. Du musst die Eltern auch mit ins Boot holen und so ja weiter. Vor allem dann zu sagen, also so Sachen wie Bildungseinrichtungen sind ein religionsfreier Raum. Nein, sind sie nicht. Das schaffen wir auch gar nicht. Und wir in unserer christlich geprägten Welt sind da auch nicht religionsfrei. So. Nee, gerade in vielen westlichen, hier oben vielleicht nicht so, aber in vielen westlichen Bundesländern ist es einfach gang und gäbe, dass da das Christuskreuz quasi im Unterrichtsraum hängt. Ja. Und wir haben beispielsweise Unterricht in evangelischer Religion oder dementsprechend beispielsweise Philosophie als Ausweichmöglichkeit. Ja, so. Das soll es ja auch alles geben, ne? Die wie das ich schon sagte, also ich die kann doch, das zu verbannen, ist halt die Fresse, wenn ich dich unterbreche. Das aus diesen Bildungseinrichtungen zu verbannen zu wollen, ist irgendwie die falsche Herangehensweise. Kannst nur, wenn du das vormachst. Dann kann ich mit einsteigen. Bald deine Lampe umgerissen hier. Das ja ist irgendwie die falsche Herangehensweise. Also einfach sich für die Leute interessieren. Geh doch auf den anderen zu. Na. Einfach auch mal eine... Einfach Interesse zeigen. Einfach auch mal eine mit Kopftuch bumsen. So. Genau. Die machen das ja auch nicht schlechter als die anderen. Nee. Die haben ja auch Bock. Vielleicht sind die dankbar. So. Genau wie deine fette Alte aus der Hate Speech Dings da. Die werden schon ihr Kopftuch rausziehen, wenn es soweit ist. Wenn sie wollen, wenn es heiß wird. Ja. So. Ist doch so. Mann. Echt, Mann. Ist doch wahr hier. Wir müssen über ganz andere Sachen sprechen. So sieht es aus. Ja. Was haben wir nun? Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein bisschen, jetzt spiele ich ja was. Habe ich gedacht. Darfst du trotzdem... Das war mein Ständer. So hört sich das an, wenn mein Ständer umfällt. Jetzt hast du ja... Ja, Mädels, ihr habt richtig gehört. So massiv klingt das. Jetzt hast du ja die Gitarre noch gar nicht ganz abgezahlt. Darfst du trotzdem schon alle sechs Seiten jetzt spielen? Jetzt darf ich... Das klingt so behämmert bei dir, ey. Geil. So. Das anscheinend. Amol. Ich komme nie zu früh. Nein, ich komme meistens zu spät, später. Ich bin berechnend und kühl. Ich bin ein Hater. Das war jetzt einfach nur mal, um nochmal... Das war jetzt nur mal so. Um die Thematik einfach nochmal aufzugreifen. Einfach nochmal das so ins Feld ja zu führen. Ja, einfach nochmal so die Hater-Thematik. Einfach nochmal so... Ging alles einfach nochmal. Ja. So, und dann habe ich hier noch... ach so. Oh. Dann kommt hier das hier noch. Habe ich das vorhin schon? Weiß ich nicht. Ich könnte mit der Bahn fahren. Mit der Bahn fahren. Doch
ich hab keine Bahncard. Keine Bahncard. Dann geh ich halt zu Fuß. Ich hab nen Platten an mein Fahrrad. Oh, weißt du, das reimt sich aber nicht. Ja, klar. Bahncard, Fahrrad. Na klar, reimt sich das. Hast du nicht mitgekriegt, wa? Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Ich wollte gerade wieder mal. Ja, ja. Du hast gerade angesetzt für alle Hörer. Wolltest du ihr so blöd lachen? Hast du nicht mitgekriegt? Immer jetzt. Nicht hingekriegt, meine ich. So. Drei Fragen. Drei Fragen an Hannes Kackbratze. Yes. Ich fühle mich angesprochen. So, du alter Hater. Du alter Hechler. So. Pass auf. Erste Frage. Erste Frage. Briketts oder Grillkohle? Hm. Ey, ich schluck mal schnell runter. Holzkohle. Schluck mal deinen Saft runter. Holzkohle. Holzkohle auf jeden, Digga. Holzkohle? Und Flüssiganzünder. Und Flüssiganzünder. Schön Chemogrill? Ja, auf jeden Fall. Volle Kanne. Gib ihm. Weißt du, was meine Antwort gewesen wäre? Ja. Gas. Gasgrill ist mega, Leute. Schafft euch einen Gasgrill an. Ey. Ach komm, das ist doch scheiße. Klickst du an, ist an. So, was und dann klickst du an, ist an. Was willst du mit dem Gasgrill? Ja, Mann, das geht mega fix. Ach, das ist doch scheiße. Ah, super. Nee, ist kacke. Finde ich nicht gut. Ja, Grillkohle wegen Geschmack, ich weiß. Aber Briketts, die sind länger heißer. Brauchst du nicht länger? Heißer. Du machst aber so ein schönes Steak raufhaust, das braucht nicht so lange. Ja, aber. Aber ich bin tatsächlich mittlerweile davon ab, beim Grillen mir diese eingepackte Scheiße zu kaufen. Ja. Gehe tatsächlich dann zum Fleischer und hol mir das. Weil das geschmacklich einen großen Unterschied macht. Ja, das interessiert mich null, weil es war auch nicht die Frage. Es war nicht die Frage. So, Grillkohle, na gut. Was sagt ihr dazu? Wir können ja mal eine Umfrage machen. Grillkohle oder Briketts? So. Vielleicht auch Gas. Nimm Grillkohle. Was war das letzte? Gas. So, zweite Frage. Pass auf. Grillkohle. Wir haben ja bald Oberbürgermeisterwahlen hier in Rostock. Das habe ich schon angesprochen, Hannes. Jo. So, letztens saß ich bei einer Runde, wo tatsächlich fast alle Oberbürgermeisterkandidaten in einer Runde saßen und sich zu Fragen äußern mussten. Es ging um Jugendliche. Es gab einen Jugendaktionstag. Und da war die Frage von einem Mädel, was versprecht ihr uns als Kandidat? Was würdest du den Jugendlichen, also du kannst es auch weiter für Rostock ausbauen, was würdest du versprechen? Vielleicht ein Einzeiler einfach oder vielleicht drei Worte waren die Maßgabe. Drei Worte. Drei Worte. Was? Also drei Substantive? Was? Ja. Kann auch Verben sein. Verben? Nee, mach mal Substantive. Substantive. Oder du machst einen Satz, machst ein, zwei, drei Sätze. Ein, zwei, drei Sätze mit drei Wörtern? Ja, oder. Was ist denn? Drei Sätze mit Kannst drei Wörtern. Kannst du mir keine vernünftige Frage stellen? Na, mach doch mal, was würdest du dir versprechen als Oberbürgermeister? Was einfach mal. Was würde ich versprechen? Ein Satz oder drei Wörter? Transparenz. Frei verfügbarer Sozialraum und kostenloser Puff. So. Kostenloser Puff? Ja, das beugt auch vor. Dann kriegen die idiotischen 16-Jährigen auch keine idiotischen Kinder so schnell. Ja, weil bringt nichts ein. Nee, wenn die einen Puff gehen kostenlos, dann brauchen sie ja nicht da irgendwie die Alte von dem anknallen, sondern haben dann gleich eine professionelle an der Hand. Ja, ach so, ab 16 dann. Kostenlos. Ja, definitiv ab 15 eigentlich. Kostenloser Puff ab 15, Junge. Nee, warte. Dann gehe ich 14 hier. Von 15 bis 19. Pflichtabendveranstaltung direkt nach der nach der Konfirmation hier. Ja. Nee, das ist nach Mathe, Nachhilfe. Ja, Konfirmation, Jugendweihe geht direkt im Puff mit Papa. mit der Papa. Ja, Papa. Von 15 bis 19, kostenlose Puff-Eintritt. Ja. Bevor ihr irgendwelche unüberlegten Kinder macht. Ja, lass euch mal richtig durchnudeln hier. Ja, das machen wir. Gut. Pass auf. Ich habe vorhin ein bisschen über Hate Speech aufgeklärt. Ich glaube, du hast ein ungefähres Bild davon.
Wenn du einen Hate-Speech-Kommentar verfassen müsstest, an wen und wie würde der lauten? Also vielleicht als kleiner Tipp, vielleicht suchst du dir einen Prominenten aus. Okay. Welchen Prominenten Hate-Speech? Als Beispiel könntest du dich natürlich auch an irgendeiner aktuellen Diskussion beteiligen und da was reinstreuen, aber ich glaube, irgendeinen Prominenten oder Hate Speech. Vielleicht ist das einfacher, wenn du eine Fake News streuen müsstest. Fake News? Ja, also eine, ne, die irgendwo vielleicht an der Wahrheit angrenzt, ja, schön ausgebaut ist. Ja. So, irgendwas in die Welt setzen. Oder gegen irgendjemanden? Wie würde das aussehen, Hannes? Gute Frage. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich bin auch so... gerade was das aktuelle Promi-Geschehen angeht, nicht mehr so auf der Höhe. Aber... pass auf, wie würde vielleicht deine Fake News aussehen gegenüber Trump? Vielleicht ist das was Gutes. Eine Fake News gegenüber Trump, die vielleicht ein bisschen dazu anstachelt, den vielleicht nicht nochmal zu wählen. Ja, das ist ja einfach. Den darf man nicht wählen, weil der auf jeden Fall sich nicht genug für den Tierschutz einsetzt. Ja. Weil das, was er da oben auf dem Kopf hat, ist ja irgendwie ein totes Tier auf jeden Fall. Das weht auch manchmal so runter, also je nachdem, von wo der Wind kommt. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist einfach so ein gehäutetes Eichhörnchen oder sowas. Ja, ja. Wahrscheinlich eine ganz, ganz seltene Art, damit man auf dieses Hellblond kommt. Das sind doch diese, das kennt man doch, das brauche ich doch jetzt gar nicht weiter ausführen. Also die vom Aussterben bedrohten Hellblonden Mongolochen. Mongolochen-Eichhörnchen. Die gibt es doch auch nur da in Washington und so. Ja. Gab es mal, jetzt ja nicht mehr. Die Washington-Eichhörnchen. Mongolochen. Ja. Damit kann man heute, glaube ich, gut punkten. Wenn du irgendwie so gegen Tierschutz und Umwelt und so, ist ja aktuell großes Thema, Ökologie. Und dann sagst du einfach hier, das kann ja wohl nicht sein, dass der da seine Perücke aus diesem seltenen Mongolochen-Eichhörnchen da herstellt. Und die letzten 300 Stück, die in Washington gelebt haben, die hat er auch noch jetzt hier um die Ecke gebracht. Ja, 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 ja. Stapeln sich sein Haupthaar in seinem... Also quasi so Kontra-Mongolochen-Perücken. Toupees. Kontra Mongolochen-Toupees, das finde ich gut, ja genau. Ja genau. Es muss mehr Filz. Mehr Filz. Also sind die Mongolochen jetzt eigentlich schon ausgestorben? Ja, die letzten hat er sich ja geschnappt. Ah, die hat er sich. Und deswegen darf man den nicht wieder wählen. Vielleicht kriegt man da eine Möglichkeit, vielleicht kann man eine von seinen Toupees nochmal reanimieren, vielleicht wird das was. Ja. Oder man macht nochmal so Zellteilungen oder so und dann kann man die vielleicht nochmal retten. Ja, aber um ihn zu ärgern, auf jeden Fall. Naja, Logo. Dass man da mit sachlicher Logik nicht mehr weiterkommt bei ihm, ist so ja klar. So ein lebendiges Teil quasi reanimiert, auf den Kopf setzt. Und der weiß das aber noch nicht, weil es stellt sich tot. Der weiß das nicht. Und bei der nächsten großen Pressekonferenz läuft es einfach weg. Angestachelt. Und läuft es weg. Oder beißt ihn so von links oben einfach so ins Ohrläppchen. Ja, genau. Das finde ich gut. Und er hakt sich oder dann ins so Auge, fest. Ins Auge. Er sagt ins Auge. Und dann pisst ihn ins Auge. Und vorher gibt man dem Mongolochen eigentlich noch ein bisschen Spargel zu essen. So. Trump müsste eigentlich auch mal Klofrau während der Spargelzeit werden. Das finde ich gut. Ja, so, Hannes, ich muss pissen, hast du einen Abmodi? Abmodi habe ich, die rocke ich hier noch locker runter. Ey, wir haben uns ja heute so spontan hier für diese Aufnahme entschieden. Ja. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen halb spontan. Jetzt fange ich hier so fast spontan doch nochmal zu reimen an. Ich habe keinen Bock, ich will das nicht. Trotzdem lasse ich euch nicht im Stich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Glück, dass ich kein Schwachkopf bin. Ah.